brauche ich dann ja eigentlich nicht unbedingt, würde ich behaupten. Wenn ich jetzt sage, ich mache nochmal eine Ressourcentruhe, ist die Frage, was store ich denn da jetzt rein? Wir könnten überlegen, Ziegel reinzustoren, also die ordentlich zu produzieren oder immer reinzuknallen. Das könnte man machen und dann früher oder später vielleicht dann auch noch wirklich Holz und Steine. Wobei halt so ein Holz und Steine ich meistens gerne direkt verarbeiten wollen würde. Glas könnte man auch reintun. Also zwei könnten wir auf jeden Fall nochmal noch machen. Eine Eisenstange, also zwei Eisenstangen. Ein Problem, kriegen wir hin. Und zwei Bretter waren das, ne? Ja. Auch das ist kein Problem. Machen wir gerne fertig. Aber noch drei Stück übrig. Also das Portal ist auf jeden Fall dafür ziemlich gut. I have to say. Essen, guckt euch das an, wie wir Essen ballern. Heilige Makrele, ey. Was wir auf jeden Fall nochmal kurz machen können, ist nochmal ein bisschen Glas ballern. Schadet nicht, habe ich mal gehört. Baller mal ein bisschen. So, zwei neue hier Ressourcen tun. Ich freue mich. Raus geht auch mittlerweile. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht auch vorher schon. Habe ich nicht drauf geachtet dann. Genau, du kannst da mal rein. Meinetwegen. Ja, Ziegel werde ich jetzt sowieso erstmal brauchen, um hier die Leuchttürme zu bauen. Das heißt, reinstauen werden wir das noch nicht, aber Glas. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich auch noch. Ja, gut, ey. Das geht so schnell jetzt. Nur die ersten zwei schon mal reinstauen. So, bauen wir dann schon mal hier das nächste. Zack. Halten wir schon mal vor hier. Und das erste, den nächsten Leuchtturm können wir jetzt schon wieder bauen. Zack. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Ja, Waffen sollten wir auf jeden Fall demnächst auch mal wieder gucken, dass wir da ordentlich reinknallen. Ordentlich geile Waffen mal bauen. Besser ist es. Und keine Sorge, die Ordnung, es wird jetzt. Und die Frage ist auch noch, wie wollen wir eigentlich die Kräne hier verbauen? Die sind ja eigentlich auch nicht unwichtig, du. Warte. Hebt einen Karten, hebt Karten von einem zu anderem Ort. Müssen gucken, wie das funktioniert. Deswegen will ich aus Prinzip schon mal eins bauen, um zu gucken, wie das aussieht. Das Bauprinzip oder generell das Prinzip von dem Ding. Noch keinen Zauberstab bitte draus machen. Jetzt bin ich schon wieder lost. Kran. Ja. Eisenstange. Brett. Block. Eisenstange. Müssen wir noch kurz hier mal ran. Hallo, jetzt habe ich hier die ganze Truhe. Nee, der ist nicht richtig. So. Wunderbar. Machen wir mal bitte so an. Dankeschön. So. Natürlich wäre es... Stimmt, dafür ist ein Kran vielleicht aber auch nicht schlecht, ne? Dass wir dann sagen, wir haben jetzt unten diese Ressourcentruhen und dann, wenn die hier oben das alles wegarbeiten, dass wir das direkt dann mal reinstoren da, damit wir das nicht mehr reinschieben müssen. Ich glaube, das geht schon dann. So, Kantine ist wieder... Ja gut, ist sie wieder voll. Ging jetzt wieder schneller. Gedacht. So, gegrillter Fisch, rein damit. Zack. Das ist der nächste Ofen. So. Na, bauen wir mal einen Kran, ich bin gespannt. So, Kran. Ah, guck mal. Von da nach da. Ah, okay, warte. Wir gucken mal. Wir schauen mal, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ah, sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Übrigens, ich habe immer wieder was Neues für euch zu tun hier. Mach mal bitte hier ein paar Apfelbäumchen. Dankeschön. Auch noch direkt mal neue nach, weil ist klar. Es muss immer geballert werden hier. So. Sehr schön, dass das schon mal irgendwie funktioniert. Okay, dann machen wir, glaube ich... Ah, und dafür brauchen wir dann hier auch... Wo war das jetzt hier? Ressourcenmagneten, ne? Weil Goldbarren, Alter, ich habe noch keine... Ich habe noch nicht mal eine Goldmine. Wird mal langsam Zeit eigentlich, ne? Aber dafür brauchen wir ein Golderz. Und die kriege ich, glaube ich, nur auf drüben auf der Insel. Ich mir leide sehr sicher. Weil dann können wir dann doch den Ressourcenmagneten benutzen. Sage ich mal, dann hier den Ressourcenmagneten. Hier oben dann, was weiß ich, die Holzfäller. Die ballern dann immer hier hin. Und dann wird es da runter reingeballert in den Kran. Und der Kran ballert das hier rüber. If you know what I mean. Dann ist das komplett automatisiert. Und wir müssen darum uns nicht mehr kümmern. Natürlich, wenn ich jetzt da Karten rausholen möchte... Wie geht das dann, wenn ich hier ein bisschen Platz lasse? Weil sonst kann es sein, dass wir alles wieder hier durcheinander werfen. Wenn ich das zueinander packe, aber ich glaube, so geht das. Ist not bad at all, muss ich sagen. So, neue Leuchtturm ist am Start. Sehr schön.
Zwei Ziegel. Zack. Dorfbewohner. Und auch hier haben wir wieder Neues. Wunderbar, machen wir einen neuen Leuchtturm hier. Zwei neue direkt am Start. So, Steine können wir mal irgendwie echt direkt wieder in die Ziegelerei reinballern, ne? Einige. Dann verkaufen wir. Holz können wir auch mal wieder ein bisschen verkaufen. Auch ein paar Holzdinger können wir. Sehe gerade schon, warte, kommen wir hier Hochschmelzhütte. Für Eisenbarren wieder benutzen. Ballern. So. Dann ballern wir Äpfel hier wieder, jetzt gibt es keinen Morgen mehr. Sehr schön. Essenstechnisch geht irgendwann von alleine, aber sowas von. Es ist ja ein Selbstläufer. So, wie sieht es eigentlich gerade mit den Kindern aus? Warte, hier haben wir ein Haus. Ich sehe die jetzt gerade schon wieder alle nicht. Nee. Kannst schon gerne da drin bleiben. Genau. So, rein damit. Also, wir müssen eigentlich jetzt wieder zur Insel zurück, um halt diese Goldinsel da zu finden. Goldinsel, das Golderz meine ich. Um hier die Goldminen machen zu können. Da würde ich auch direkt, glaube ich, drei Goldminen machen. Weil Gold ist ja somit das Wertvollste, was es dann hier gibt, ne? So, neue Kinder hier im Start, bitte. Das heißt aber, wir haben jetzt auch mittlerweile Leute hier zum Beispiel, ihr seht ja schon, die nichts zu tun haben, weil wir mittlerweile so viele haben. Müssen wir auch gucken, dass wir die irgendwie beschäftigen. So, ich habe jetzt ja hier schon Holzfällerlager und sowas und ich habe eigentlich genug Steinbrüche und so. Es wird genug produziert, ich brauche nicht noch mehr davon. Weißt du? Ist halt auch so das Ding. Da frage ich mich jetzt gerade. Sandgrube. Also Glas produzieren wir schon relativ fix, würde ich sagen. Geht ja hier in einer Tour gerade. So, hier können wir dann auch wieder Holz reinballern. Jetzt würde ich das Sägewerk ein bisschen weiter wegtun, damit die das neue Holz nicht mehr direkt hier ins Sägewerk ballern. Besser ist es. So. Komm mal her, zack. Direkt wieder gleich eine zweite Reihe voller mit Essen. Das kann aber nicht wahr sein. So, bam, bam. Und wir machen direkt wieder zwei auf einmal, ja. Zwei Leuchttürme. Erstmal so weit es geht rausballern. Ja, Goldbarren fühle ich jetzt. Also haben wir jetzt ja gerade noch gar nicht, ne? Da sollen wir dann direkt erstmal wieder dann doch zwei Kräne erstmal machen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt sage? Ja gut, Bretter muss ich ja sowieso erstmal im Sägewerk fertig machen lassen. Ja, warte mal. Wo sind gerade das Sägewerk da? Ach, guck mal. Er nimmt das da direkt raus oder... mal gucken, ich bin gespannt. Oder nimmt er jetzt direkt das Holz da raus? Das wäre ja nicht richtig. Wir schauen mal. Nee, der nimmt das Holz da jetzt raus. Nee, das ist ja leider so nicht geplant. Leider Gottes nicht. Wenn wir dann hier was hinlegen, dann nimmt er das aber direkt. Aber das heißt, das läuft noch nicht optimal, leider. Leider nicht. Kommen wir noch hoffentlich zu. So, zack. Die nächsten Apfelbäume sind übrigens gleich mal fertig. Die Leute haben auch schon wieder gefühlt hier nichts zu tun. Ran damit hier. So, zack, 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 zack. Ja, langsam wird das Spielfeld ziemlich groß. Muss ich dann doch sagen. So. Ja, jetzt frage ich mich, wie groß geht der Bildschirm noch? Wie viel kann ich jetzt hier noch reinballern? Das ist etwas, was mich interessiert, weil ich kann jetzt gerade wirklich in einer Tour gerade produzieren. Ihr seht das ja. Ein bisschen mehr. Ja, jetzt habe ich hier wieder keinen Sand, kein Glas. Brauche ich gefühlt wieder mehr Holz, ne? Weil jetzt kann ich zum Beispiel auch die Schmelzhütte gerade nicht bedienen. Geht ja schon recht schnell eigentlich. Ah, einen weiteren Holzfäller vielleicht nur? Weiß ich nicht. Geht ja schon recht fix. Ah, wobei, komm erstmal runter hier. Zack, rein damit. Ordentlich ansparen hier. Alter, was ein Durcheinander das hier ist. Ich weiß, für die Augen ist das wahnsinnig grässlich. Für mich halt aber auch. Kommen wir noch zu. Ofen. Ja. Muss ich jetzt mittlerweile auch schon die Öfen und sowas suchen. Hilfe. Oh, hier sind so viele Äpfel mittlerweile verstreut. Ey, hör mir auf. Zack. Und das alles hier ist wieder Essen. Und der nächste Stapel ist voll. Nee, mach mal bitte nicht mit mir sowas hier.
Alter. Ja, Alter, wir machen hier gleich den... Wir machen jetzt schon den nächsten Stapel Essen auf. Essen ist aber so gar kein Problem jetzt gerade auch schon mit unserer... Das heißt, eigentlich müssen wir auch noch keine Gewächshäuser bauen, weil wir noch so viel produzieren. Wir müssen erstmal gucken, wenn es halt knapper wird. So, wenn man sieht, so, oh, die Kantine wird gar nicht mehr so schnell voll. Aber ihr seht ja. Fuck. Das Ding, die Kantine ist wieder instant voll. Und der Mond hat jetzt frisch angefangen. Das heißt, wir werden dann vielleicht am Ende des Mondes wieder, weiß ich nicht, vier Stapel haben. Was auch nicht unrealistisch ist. So. Ofen, rein damit. Genau, bauen wir mal ein paar Leuchttürme hier. Dann können wir schon wieder die nächsten machen. Hör mir auf. Ich weiß auch nicht, wie viele man ballern kann. Müssen wir jetzt mal drauf achten, hier eigentlich jetzt jedes Mal bei jedem Leuchtturm, ob sich das noch erweitert oder ob ich umsonst baue. Also das Kartenlimit erweitert sich, glaube ich, so oder so. Wobei ich auch nicht weiß, ob das unendlich geht. Rein damit. Frikarten und sowas. Wir werden das alles noch bauen. Keine Sorge. Jetzt geht erstmal das jetzt hier. So, warte. Okay. Okay. Das Spielfeld erweitert sich jetzt nicht mehr. Das wissen wir jetzt. Aber das Kartenlimit erweitert sich noch. Okay. Gut, dann heißt, wir können jetzt auf jeden Fall storen. Wir können jetzt hier mal Ordnung wieder schaffen. Weil wir wissen, jetzt kommt hier erstmal nichts mehr Neues zu, was auf jeden Fall von der Weite des Spielfeldes ausgeht. Interessant. So, die Kantine werden wir erstmal hier oben lagern. Plus die nächsten Reihen essen einfach. Ja, aber hier, Alter, guckt euch das an. Zack. Ist das geil oder ist das geil? So, dann. Wie gesagt, wir fangen jetzt hier an zu ordnen mal. Mit einem gewissen Abstand am besten. Weil wenn ich auch die Items da rausholen muss, dann ballern diese hier wieder alle gegenseitig weg. Auseinander. Ja, wobei, kann man den Kran vielleicht anders auch noch nutzen? Dass ich, sage ich mal, einen Holzfäller nehme und... Das geht, glaube ich. Warte mal. Warte mal. Hier, ich habe hier eine Schmelzhütte. Hier möchte ich gerne, dass hier permanent Eisenbarren hergestellt werden. Das heißt, ich baller hier die Eisenmine hin. Warte mal. Komm mal her. Kann ich dann das so machen? Guck mal, geht auch nur vor einer, ne? Okay, warte mal. Dann machen wir das anders. Gib mir mal einen Holzfäller. Machen wir das anders. Okay, jetzt, was will der denn jetzt transportieren? Der transportiert jetzt meinen Typen. Ach, Leute. Das ist ein bisschen, das verstehe ich jetzt nicht. Warum transportiert er denn jetzt meinen Typen? Das war ja gar nicht geplant. Das ist jetzt nur so halb optimal, wenn ich early bin. Warte mal, machen wir anders. Wenn ich ein bisschen mehr Abstand habe. Genau, so. Das heißt, er nimmt jetzt ihn nicht. Ganz Holz wird hierhin geballert. Was könnte hier sein? Ein Sägewerk. Warte mal. Wir gucken mal. Jetzt ballert er das Holz dahin, weißt du? Neben sich. Wir brauchen halt diese Ressourcenmagneten jetzt. Ich glaube, damit funktioniert es nur. Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das gemeint hatte hier. Ist jetzt natürlich ärgerlich. Ah ja, da brauchen wir also Gold. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt wieder zurück zur Insel. Wir haben jetzt wieder gut was geschafft, aber we have to go back. Ja, dann scheiß erstmal auf diesen Kran einfach drauf geballert. So, dann machen wir folgendermaßen. Storen wir erstmal die Holzfäller hier oben hin, um eine gewisse Ordnung zu wahren. Dann machen wir hier meinetwegen die Stapel Holz hin. Sägewerk können wir dann meinetwegen erstmal dann daneben lagern. Der Kran, mit dem weiß ich gerade gar nichts anzufangen, der kommt in die Ecke. Altes Dorf kommen wir erstmal dahin, genauso die Katakomben. Zack. Die Bauernhöfe und der ganze Kladderadatsch, der kommt mal hier hin. So. Genau. Ihr Gehege und sowas. Auch Kladderadatsch in gewisser Weise. Ja, so ballern die das wieder alles weg, ne? Aber da wir ballern das nochmal bis wir dann hier nach rechts. Ich glaube, wir werden sehr viel mit diesen Ressourcenmagneten doch arbeiten. Mehr als ich dachte. Kann ich mir gut vorstellen. So, dann würde ich nämlich das so machen. Ich hoffe, das passt so. Dann würde ich immer hier eine Milch lassen, damit die das direkt darauf storen. If you know what I mean. Ja. Genauso machen wir das hier mit einem Ködel und Hühner geben ab und zu mal Eier. Dann hauen wir hier ein Ei hin. Ich hoffe, ihr könnt mir da so folgen. Dann
machen wir vielleicht so. Ich glaube, übereinander stapeln ist sonst ein bisschen schwierig vom Platz her. Guck mal, geht er jetzt schon gefühlt los hier? Warte mal. Leviosa. Warte mal. Da machen wir das hier mal anders. Dann machen wir doch die Tiergehege lieber oben hin. Ups. Geht sofort weiter. Dann kommt nämlich das Ei hier hin. Guck mal an. Da gucken wir da ab und zu mal vorbei, weißt du? Um dann mir wieder Karten zu verkaufen und das ganze Zeug zu machen. Immer mal wieder so ein bisschen. Da, guck mal. Können wir das erstmal so lassen. Hier kommt natürlich die Münztruhe, den Markt können wir daneben storen. Ab und zu weiß ich nicht, ob wir nochmal Karten kaufen müssen, Kartenpacks. Weswegen wir die Eisenmine einmal da hinsetzen, die beiden. Komm mal her. Ein Eisen hier. Ich weiß, dass ab und zu mal, auch Münzen daraus gefischt werden. Das heißt, dann machen wir hierfür einen Stapel für Münzen. Eine kommen auch ab und zu mal raus. Aber gerne so. Ich denke, das passt. So. Ja, das Ding ist, das wird sofort verballert, wenn nicht einmal der Stapel hier zu lang wird und ich nicht gucke, ne? Oh, Leute. Wir sind in die Schmelzhütte rein. Eisenbahn können wir wieder unten reinstoren. Verkaufen. Los hier, zack, rein damit. Stöcke auch erstmal dahin. Da können wir auch wieder den nächsten Äpfel anpflanzen. Zack, zack. Und vielleicht sollten wir dann auch hier immer so einen Apfelbaum machen. Vielleicht wird das dann alles da von links und rechts reingeballert. Das wäre natürlich auch wahnsinnig praktisch. Naja. Wenn ich schmiede. Eier schmieden, schwierig, würde ich sagen. Dann kommen die Öfen. Hierhin würde ich erstmal sagen. Damit wir hier mal wieder irgendwie eine Art von Ordnung reinbekommen. So, da oben habe ich das Sägewerk jetzt hingeschallert. Auch dafür würde ich, glaube ich, genau mal ein Brett rausholen, um es dahin zu tun, damit da direkt immer die Bretter gestapelt werden. If you know what I mean, ja. Habe ich das vielleicht ein bisschen zu weit nach oben gepfeffert. Ja, wir müssen halt echt gucken, dass wir das mit gutem Abstand immer alles machen, damit die sich hier nicht wegballern, die Karten gegenseitig, was leider des Öfteren passiert, ne? So. Schalube. Erstmal dahin. Schmiede weiß ich gerade nicht. Können wir erstmal hier lassen. Apfelbäume werden hier dann geerntet. Da können wir meinetwegen auch ein paar Leute lagern. Mhm. Aber vielleicht ein paar Dorfbewohner, die eh nichts an sich haben. Und dann gehst du dann doch wieder runter da. Ich habe hier genug Dorfbewohner, die nichts zu tun haben. Guck mal hier. Sü, die Häuser an sich würde ich dann erstmal jetzt hier hin tun. Because ich habe auch keine Ahnung. Oder sonst machen wir die mal hier so länglich. Ein bisschen hier horizontal. Das Dauerportal tun wir erstmal hier hin. Ach. Lagerfeuer wird dann dementsprechend nicht mehr gebraucht. Weil der Kartenlimit und sowas passt. Verkaufen wir dann meinetwegen erstmal wieder. Hier. Glas. Sand. Wo ist die Schmelzhütte? Ah, da ist die Schmelzhütte. Nevermind, stimmt. Dann werden wir hier erstmal das Glas lagern. So. Auch du kannst weg. Ich muss mich gerade mal hier zurechtfinden, weil wir so viel Zeug mittlerweile wieder haben. Hier brauchen wir gleich doch wieder eine Truhe, ey, so wie das aussieht. So, mach mal davon ein bisschen was. Haben wir jetzt die andere Schmiede hingetan? Da. Du kommst dann hier am besten in die Nähe von den Eisenleuten, ne? Guck mal. Gehen wir da mal einen Eisenbarren, den tun wir dann dahin erstmal und hier ordentlich Holz reinschallern da. Holzfäller sind da oben. Das können wir jetzt mal verjaufen, würde ich sagen. Steinbruch. Steinbruch, gute Frage. Ja, vielleicht wollte ich ja Karotten kaufen, ne? Da muss ich eh ernten und sehen, wenn das dann passt vom Platz vielleicht noch. Machen wir erstmal so. Steine haben wir erstmal genug sowieso. Wobei wir sowieso bei der... ich sage jetzt ganz oft sowieso, aber ist auch so, ist ja auch so, ne? So, wo ist die Ziegelei? Da oben. Du kannst erstmal dahin.
Können wir auf jeden Fall ein paar neue Ziegel mal machen. Ziegel immer gerne gesehen. Habe ja noch gar keine Kiste für. Kommt ja perfekt hier. Zack, rein damit. Und so langsam, ihr seht es schon, wird es hier ein bisschen lichter in der Mitte. Ja, genau, da stapel ich da. Steinbruch hier, kannst dann da, genau da. Können wir wieder ordentlich Steine verkaufen. Und das sind so viele Steine, glaube ich. Abpasst sogar noch mit der Truhe, okay. Feuersteine, Sand, Grube dort. Der Waffenkammer müssen vielleicht nochmal ran, ne? Machen wir da erstmal so. Steinbruch. Ach ja, zwei Steinbrüche, stimmt ja. Machen wir das erstmal so. Okay. Okay, wir haben es sofort geschafft. Wobei ich muss sagen, dieser Vorgang war jetzt auch schon sehr satisfying. Und damit haben wir alles geordnet. Ach, dann halt so rum, I don't know. Ich würde gerne nur wieder auf einer Geschwindigkeit. Wie habe ich das jetzt eben gemacht? Geht wieder, okay. Absolut verwirrt. Und es sieht jetzt gerade so aus, als ob es... Feuersteine kriegen die ja auch raus ab und zu, ne? Oh Gott. So, zack, Feuersteine hier, Glückwunsch. Wobei die Öfen, lass sie mal doch lieber hier oben erstmal hin tun. Hier so. Weil, ne, hier müssen ja auch hier die Euer rein, nicht? Warte, ich wollte mal eins hier liegen lassen, ne? Klappt hier wieder super. So, nächster Essensstapel ist sofort fertig. Dann habe ich gar keinen Platz für den nächsten eigentlich, ne? Schwierig. Okay. Zack, zack. Zack, ja, Ding ist, die bleiben ja auch nicht an einem Ort. Das ist halt alles dramatisch hier, ne? Die machen alle, was sie wollen. Leider Gottes. Ja gut, dann sieht das halt ein bisschen unordentlich aus. So ganz ordentlich hinzubekommen ist das nicht. Das wird zu leicht durcheinander gepfeffert hier alles. Das ist ein bisschen schade. Aber dann mach halt erstmal dahin. I don't know. Ja, man hat sie geordnet und gefühlt wird es immer so halb wieder durcheinander gepfeffert. Das macht einen traurig und sauer. So. 186 Münzen. Gewächshäuser waren jetzt... Genau, wir haben Leuchttürme, haben wir jetzt erstmal genug gebaut. Mehr geht jetzt nicht von der Größe des Spielfeldes. Ich brauche jetzt Goldbarren, damit ich hier mit der Automatisierung weitermachen kann.